Ich bin GXXShock für instarcraft.de und wir sind hier auf der DreamHack Open 2013 in Stockholm. Und mit mir ist XMG6Lord. Hi. Hi. Du bist ziemlich weit in der Gruppenphase gekommen, bist in die dritten Gruppenphase. Bist du zufrieden mit deinem Ergebnis? Und wo glaubst du, kannst du noch ein bisschen dran arbeiten? Was waren so noch die bisschen Schwächen in deinem Spiel? Und was nimmst du dir fürs nächste Turnier vor? Also ich glaube, das Hauptproblem war, dass ich verloren habe. War erstens natürlich, dass ich drei Koreaner in der Gruppe hatte dann in der dritten Group Stage. Und weil ich auch extrem müde war, weil ich musste halt von der ersten Group Stage an direkt anfangen zu spielen und deshalb musste ich ja schon an dem Tag um 6 Uhr, glaube ich, aufstehen. Nee, Quatsch. Ja, ungefähr so 6, 7. Und da am Ende haben wir ja bis um 12 Uhr schon gespielt. Als ich verloren habe, war es halt 12 Uhr und das ging halt schon extrem lang. Und man hatte auch kaum Pausen halt zwischen den Spielen und man war halt schon ziemlich fertig. Und ich denke mal, dass die Koreaner schon daran gewöhnt sind, so viel zu spielen, denke ich mal. Und plus dazu, sie mussten halt nicht von der ersten Group Stage an auf spielen, sondern erst ab der zweiten. Und bist du trotzdem zufrieden mit deinem Ergebnis oder meinst du, es geht noch mehr? Ich glaube, es geht noch mehr. Also wie gesagt, gegen die Corey Sleeves eigentlich gar nicht so schlecht, wie man denken würde. Zweimal 1-2 verloren und gegen Koke halt 0-2 kassiert, aber es war auf jeden Fall auch ein 2-1 für mich drin. In den anderen beiden Partien gegen Koka, keine Ahnung, Koka hat extrem gut gespielt im ZVZ. Aber wie gesagt, wenn es vielleicht Europäer wären, wie andere Gruppen halt, wo halt irgendwie 4 Europäer drin waren, dann vielleicht wäre es besser gelaufen, ja. Und wie findest du das Venue so? Wie ist die Organisation, die Mods, die Admins und ja, Stockholm generell? Von Stockholm haben wir jetzt nicht viel gesehen, sondern unser Hotel ist zwar in der Zentrale von der Stadt, im Zentrum von der Stadt, aber so viel haben wir jetzt nicht gesehen. Es ist halt extrem teuer hier alles, muss man sagen. Würde ich also keinem empfehlen, jetzt hier für Urlaub hinzukommen oder so. Das Event an sich, also die Organisation ist eigentlich ganz gut. Jetzt nichts, was ich bemängeln würde, außer halt, dass an einem Tag drei Group Stages halt gespielt wurden. Das ist halt extrem viel für manche Leute. Aber ansonsten alles super, ja. WCS Qualifier, du hast es ja leider nicht ganz geschafft, zwar ziemlich viele Punkte gesammelt, also virtuelle Punkte, sage ich mal, also weit gekommen in allen Qualifiern. Was hältst du von der WCS generell? Was meinst du, ist es eine Chance oder limitiert es eigentlich eher so momentan das ganze Turniersystem international? Nee, also andere Turniere wie DreamHack, IM wird ja alles erhalten, nur dass du dann halt da Punkte sammeln kannst. Also ich habe es auch nicht ganz durchschaut, aber du sammelst dann Punkte fürs WCS. Etc. Und dann kannst du halt allein durch andere Turniere auf dem Grand Final spielen, glaube ich. Eigentlich ganz cool. Die WCS ist natürlich dann jetzt auch in Europa oder halt weltweit jetzt so das Hauptturnier, was es gibt. Dass ich mich natürlich nicht qualifiziert habe, war extrem schade. Was auch extrem schwer ist, weil halt so viele gute Spieler mitgespielt haben. Und ich denke mal auch Leute, die halt invited wurden, das halt, also manche von denen auch nicht geschafft hätten. Von daher, kein Problem und jetzt demnächst fängt dann halt die Code A oder wie heißt es, Challenger Code, ja, fängt das an und ich denke, das ist auch ganz nice dann. Mal schauen. Und was ist so das nächste Turnier, wo wir dich und auch die anderen Spieler von XMG sehen werden? Also wir haben noch nichts Festes geplant, aber wir haben halt vor der DreamHack hier halt gesagt, dass wir auf jede DreamHack fahren wollen, also zu jeder DreamHack gehen wollen. Aber ich weiß halt nicht, wenn da halt nochmal so viele Koreaner sind, ob sich das lohnt überhaupt. Die sind natürlich schlagbar, aber trotzdem ist es halt extrem hart und der Aufwand ist extrem groß. Ja, mal schauen. Du hast in letzter Zeit ziemlich interessante Strategien gezeigt, wo du eigentlich fast in fast jedem Matchup Swarmhost gegangen bist. Ist es irgendwie, baust du da gerade was an irgendwas oder ist es eigentlich mehr oder weniger noch so diese Experimentierphase von Heart of the Swarm? Naja, also Swarmhost sind eigentlich schon ganz gut. Einige Gegner von mir, die konnten es besser kontern, andere weniger. In der Ladder habe ich das auch ziemlich oft gespielt. Gegen JYP war das ja, auf der letzten Map gegen ihn. Da klappte es eigentlich ganz gut, obwohl ich meilenweit hinten war. Er wusste, glaube ich, einfach nicht, wie er korrekt darauf reagieren sollte. Und das war natürlich dann mal ein Vorteil. Also, aber an sich sind Swarmhost eigentlich ganz nice. Nur ab irgendeinem gewissen Punkt im Late-Game sind sie halt einfach zu schwach. Von daher, ja,
eigentlich eine ganz solide Einheit, aber vielleicht sollte man noch was an den buffen oder keine Ahnung, mal gucken. Finale, Linok gegen Naniwa, was hältst du davon? Ja, Naniwa hatte jetzt nicht so die schwersten Gegner bisher, außer halt, der hat glaube ich jetzt den zweiten Koreaner erst gehabt, Jae Dong. Hat 2-1 gewonnen, war eigentlich ganz okay. Die Games, ja. Das Finale jetzt, Linok gegen Naniwa, ich glaube, dass Linok ziemlich deutlich gewinnt. Also, weil Linok einfach super stark spielt, halt auch gegen viele andere Koreaner hier schon gespielt hat. Und auch richtig solide. Ich glaube, die letzten drei, also in den Playoffs, allein schon 3x2-0, glaube ich. Ja, er hat bis jetzt ein Spiel verloren, im ganzen Turnier. Also das sagt ja schon was aus. Also ich denke schon, dass Linok ziemlich deutlich gewinnen wird. Dann bedanke ich mich für das Interview. Und hast du noch irgendwelche Messages an deine Fans? Supportet mich weiter, einfach überall, wo es geht, auf Twitter, auf Facebook und auch halt XMG und meine neuen Teammates, Todd und Salt und mal schauen, was jetzt so demnächst ansteht. Besten Dank und viel Erfolg in die Zukunft. Danke.